Willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Wir waren beim letzten Stand, dass wir eine mysteriöse Nachricht oder beziehungsweise eher eine angsterfüllte Nachricht von Mia bekommen haben. Jetzt machen wir uns auf den Weg, Mia zu suchen. Ja. Es gibt gleich erstmal ein Ladebildschirm dazu. Das finde ich wieder sehr schön. Story-Modus, yay, wir haben das Tutorial abgeschlossen. Nah. Was für ein Cliffhanger. Ja, nachdem wir jetzt dieses komische Tutorial gemacht haben und wir immer noch nicht wissen, was jetzt mit mir ist, ob wir uns das eingebildet haben oder sonstiges, wobei ich immer noch glaube, dass wir uns das eingebildet haben, weil wir jetzt auch kein Walkie-Talkie, nichts mehr haben. Ja, suchen wir uns jetzt mal ein Plätzchen, wo wir was bauen können. Ich denke mal, wir werden das hier auch gleich mal nehmen, um so einen kleinen Unterstand hier zu bauen. Hier haben wir einen Kadaver. Aber wir brauchen erstmal was Wichtigeres. Wir brauchen einen Stein. Weil ohne einen Stein können wir nicht wirklich was bauen. Vorne ist auch irgendwo ein Wildschwein, so wie sich das anhört. Ja, das ist eine gute Frage. Wo wir jetzt unseren Stein herbekommen? Ich habe nämlich noch gerade gar keinen Plan. Weil wenn er nicht auf dem Boden liegt, dann ist das schon echt kacke. Ah, nee, warte, hier rein. Wir sammeln den jetzt. Damit machen wir zwar kleine Steine, aber was anderes bleibt uns gerade nicht übrig. Nehmen wir hier nochmal einen Stock mit. Weil große Äste liegen ja hier leider irgendwie nicht rum. Oder beziehungsweise lange Stöcke. Irgendwo hier ist auch eine Schlange. Ich glaube hier irgendwo in der Richtung. Sollten wir uns natürlich nicht mit anlegen, weil da werden wir definitiv den Kürzeren ziehen. So, herstellen. Ein Stein. Ups. Hier ist das. Ein Stock macht eine Steinaxt. Wir brauchen die Steinaxt, um diese Bäume hier kaputt zu machen. Unten rechts sehen wir dann auch, wie viel wir noch übrig haben von unserer Axt. So, wir werden jetzt Tagebuch. So, nicht das Blätterbett, sondern den Hüttenunterstand. Werden wir mal hier so platzieren. Hier ist, glaube ich, gut. Oh, noch ein Stock. Brauchen wir einen langen Stock. Und noch zwei lange Stöcker. Also der hier wäre zum Beispiel zu dick. Da wird was anderes bei rauskommen. Ich glaube, da kommt ein Holzscheit dann raus. Deswegen kloppen wir die hier kaputt. So, erstmal den langen hier wieder nehmen. Hier haben wir noch einen langen. Kommt das Seil noch an? Das Seil macht man übrigens aus den Lianen, falls ihr jetzt erst gerade zuschaltet. Die müssen wir auch nicht craften. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Die sind halt dann so schon als Seile direkt im Inventar. So, und jetzt werden wir uns hier hinter nämlich die Palme schnappen. Unsere Axt wird wahrscheinlich auch gleich kaputt gehen.
glaube, 9 Stück, nee, 6 können wir davon tragen. Alles raufwerfen, was geht. So, 6 haben wir wieder. So, weil den Hüttenstand, den brauchen wir nämlich auf jeden Fall, damit wir hier auch speichern können. Die nehmen wir auch nochmal mit, falls wir nochmal was anderes bauen müssen. Deswegen pflanzen wir die mal hier hin. So, alles mal da so hinwerfen. Unbekannte Nüsse. Ah, sieht aber noch alles gut aus. Jetzt werden wir nämlich erstmal ein bisschen was zu essen suchen. Beziehungsweise wir werden noch mal ein kleines Lagerchen hier aufbereiten. Ist aber, glaube ich, hier. Alter kleiner Stock. Den setzen wir mal hier hin. Können wir hier nämlich unsere kleinen Stöcker schon mal sammeln. Das gleiche machen wir auch mit dem normalen Stock. Setzen wir, ich glaube, so ist besser. Setzen wir nämlich hier daneben. So, können wir gleich schon mal herstellen. Stock. Stein, weil unsere Axt wird gleich definitiv kaputt gehen. Das war's. Da ist er kaputt. Jetzt haben wir die nächste. Zwei lange gleich, die wir da hier hinwerfen können. Einen brauchen wir noch. Nehmen wir erstmal die normalen Holzteile hier mit. Keine Ressourcen hier verschwenden. Liegen zwar auch noch genug kleine Äste und sowas rum, aber beziehungsweise hier hätten wir auch noch genug gehabt. Lull. Zwei Seile nochmal hinsetzen. Oh, wir haben es doch falsch rumgebaut. Ja gut, kann passieren. Aber noch einen großen. Ich glaube, hier unten war das, ne? Ja. Hier lag davon noch ganz viel rum. Sind wir nämlich hier voll mit dem normalen Holz. Dann werfen wir die Stöcke einfach rein und gehen wieder runter. Lager ist doch schon was Feines. Was? Kein Platz mehr im Rucksack? Oh, das waren die kleinen Stöcke, ne? Oh, das waren die noch richtigen. Stört mich jetzt so ein bisschen, dass ich das falsch rumgebaut habe. Aber mein Gott, was soll's. Wir sind ja hier in der Wildnis und nicht bei Tine Wittler. Zumal 4 Wände haben wir ja eh noch nicht. Ah, da habe ich die Schlange wieder zwischenhören. So, diese normalen Äste und sowas, die findet man ganz leicht. Ich hätte gerne noch einen großen mitgenommen. Weil hier scheint keiner rumzuliegen. Ah, Jan, nehmen wir auch nochmal wieder mit. Den großen Stein, den nehmen wir jetzt auch mit. Daraus werde ich gleich noch was Schickes bauen. Dann sammeln wir nämlich jetzt erstmal. Nehmen jetzt hier einen Stock. Halt. Herstellen, langer Stock.
Halt, nein, wir müssen das jetzt anders machen. Mein Fehler. Wir machen erst eine Steinklinge. Herstellen. So. Ich glaube, ein Seil brauchen wir dafür noch. Ja, geht doch. Haben wir jetzt unseren Steinspeer. Und was wir definitiv noch machen werden, ist. Jetzt auch mal die Nuss essen. Herstellen. Eine Axt machen wir nochmal. Und wir werden uns jetzt gleich nochmal so eine Speerspitze, also nur die Spitze herstellen. In dem Fall die Steinklinge. Weil die ist dann doch schon ziemlich praktisch. So. Ne, nicht den Rucksack. Eins bauen wir noch. Halter kleiner Stock. Halter nämlich hier für den langen Stock. Werden wir früher oder später eh noch welche finden. So, hier ist irgendwo die Schlange. Ich habe sie jetzt mehrfach gehört, aber ich sehe sie nicht. Einen großen Stein, den nehmen wir auch nochmal mit. Eigentlich wäre eigentlich, ja. Eigentlich. Eigentlich wäre es cool, wenn wir eine Kokosnuss finden würden. Also mit Palmblatt brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht. Also eine Kokosnuss wäre schon was Feines. Hier haben wir nämlich nochmal einen großen Stein. Machen wir jetzt aber erstmal kaputt. Weil wir brauchen definitiv jetzt. Ah, hier haben wir nochmal Pilze. Gehen jetzt erstmal gleich zum Wasser. Ich weiß nicht, was das da für ein Symbol ist. So, auf jeden Fall sind wir dreckig as fuck. Bevor wir uns das wegholen. Baumharz, wofür wir das später auch immer mal brauchen werden. Hier stinkt gerade was. Was wir halten, um zu trinken. Nee, lassen wir mal. Cool, wir können auch Lehm herstellen. Lehm nehmen. Okay. Gucken wir doch mal ins Tagebuch rein. Ah, wir sind dreckig. Pilze. Langer Stock. Ah. Können wir eine Lagerkiste oder sowas draus bauen? Cool. Ein Ofen. Eine Lehmfensterwand. Wir können ein ganzes Haus hier bauen, oder was? Läuft. Ja, ne?
Ah, das Ding kriegen wir eh noch nicht. Ich glaube, wir könnten nicht mal Fische gerade fangen. Weil Fische sind einfach schneller als wir. Okay, der Fisch ist schneller als wir. Nehmen wir halt auch einen Pilz mit. Aber schon mal eine Maus. Ah. Sind wir von Igel befallen? Meistens immer an den Füßen. Anderer Fuß. Oh, wir sind an den Armen befallen. Ziehen wir dann einfach weg. Irgendwo haben wir noch einen. Also mehrere. Man sieht das dann unten auch, wenn die weg sind, daran, dass die Lupe weggeht. Ich habe keinen Platz mehr. Rennen wir jetzt mal hier wieder hoch. Kokosnuss haben wir leider immer noch nicht gefunden. Wäre sehr cool gewesen. Hier ist eine Schlange. Irgendwo. Das Ding kriegen wir auch nicht tot, also da brauchen wir uns gar keine Mühe machen. So auf jeden Fall noch nicht. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, wo wir wieder lang müssen. Na, hier oben müssen wir sein. Ja. Das, was wir jetzt brauchen, ist definitiv erstmal ein Lagerfeuer. Nicht den Lehmofen. Oh, wir haben keine Stöcker mehr. Sorry. Nehmen wir mal 3 Stück. Brauchen nämlich auf jeden Fall. Oh, jetzt können wir die hier wieder aufnehmen. Brauchen nämlich jetzt auch Werkzeug, um unsere Glut herzustellen. Ein großer und ein kleiner. Haben wir einen Handbohrer. So, und was wir noch unbedingt jetzt brauchen, sind vertrocknete Blätter. Ich hoffe, dass wir hier welche dran haben. Ich frage mich gerade. Okay, da kriegen wir nichts raus. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt vertrocknete Blätter. Brauchen eine Palme, wo vertrocknete Blätter dran sind. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof von der Optik her. Sieht zwar sau schön aus, aber ja, wir sehen halt extrem schlecht jetzt, was trockene Blätter sind. Macht das jetzt nicht gerade einfach.
Na, das ist immer zu schnell weg. Ich will jetzt auch nicht wieder so weit von der Base weglaufen. Aber wir müssen auch bald was trinken. Dafür wollte ich die Kokosnuss haben. Kokospalmgrün. Ist es das nicht? Erstmal nehmen wir jetzt hier die unbekannten Früchte auf. So, warte, warte, warte. Jetzt haben wir nämlich hier die Kokosnuss. Und wir können. Na, ich will mich nicht untersuchen. Essen. Und jetzt sammeln wir nämlich jetzt nochmal. Hops. Okay. Ich habe jetzt, ja, komm, ist gut. Einen leichten Fehler gemacht. Ja, aber nur einen ganz leichten. Ich habe jetzt die Kokosnussschalen irgendwie nicht bekommen. Und die hätte man gut gebraucht. Ich glaube, das hier ist ein vertrocknetes Blatt. Aber die Dinger kann ich natürlich nicht kaputt machen, oder wie? Doch. Wollen nur das trockene Blatt nehmen. Beziehungsweise die andere nehmen wir jetzt auch noch mit. Dass wir unsere 6 Blätter wieder voll haben. Brauchen wir die hier nicht verschwenden lassen. Aber ich glaube, hier hätten wir unsere anderen. Wir werden nämlich jetzt hier in der Hütte schlafen gehen. Beziehungsweise wir werden hier erstmal speichern. Wir legen uns jetzt hier gleich schlafen, suchen dann morgen nochmal eine Kokosnuss, damit wir nicht verdursten. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch einen Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.